Strom abgegeben wird, der, Digga, diese scheiß Waschmaschine, Mann, ich raste aus. Fragt der liebe Mo, Revi, nimmst du auch manchmal ohne Hose auf? Ja! Ich hab also ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, lieber Mo, ich hab nie eine Hose an. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. Und mit auf dem Server ist gerade der liebe Schurwaffel. Und der ist gerade ganz süß, war ganz süße Sachen. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. In der gestrigen Folge war ich ja schwerst glücklich, dass ich das gefunden habe. Und ich habe mich in der heutigen Folge, meine Freunde, ja. In der heutigen Folge habe ich mich tatsächlich nochmal hart auseinandergesetzt mit Turtles, beziehungsweise habe mich mit jemandem zusammen hingesetzt. Und hab mir diese ganze Turtle-Geschichte mal angeguckt, weil ich dachte, okay, Freunde, so kann es nicht weitergehen. Ich habe da eine Mining-Turtle, ja, und das geht einfach so nicht, so wie es gerade ist. Ich habe tatsächlich... Was ist das denn? Hallo? Kleine nette Männchen? Hopkoppling? Im Hintergrund piept's. Sind die gefährlich? Ich will sie jetzt mal nicht angreifen. Keine Ahnung, die sind so süß eigentlich. Niedlich. Vielleicht haben die ja hier irgendwo... Ich weiß nicht, ob die einfach so spawnen, wenn... Falls hier irgendwie ein Dungeon oder sowas ist, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, Freunde, würde ich euch gerne darauf hinweisen, dass ich jetzt mich mit jemandem zusammengesetzt habe und endlich das beste Programm für eine Mining Turtle gefunden habe. Das ist kein Scheiß, das ist wirklich ultra, ultra cool. Ich weiß gar nicht... Ach, alles mal mitnehmen hier. Das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich sickes Programm, das kann nämlich einiges und ich würde euch da gerne mal vorstellen. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, das heißt, ich habe ein paar Kommentare gelesen, ich habe sehr viele Kommentare gelesen, quasi habe ich eigentlich einen Großteil meines Nachmittags damit verbracht, außer dass ich mal kurz bei Ju war und da gepinkelt habe und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ja, was soll ich sagen, Freunde, ein sehr verrückter Tag auf jeden Fall und deshalb gehe ich jetzt einfach mal darüber zu dem Haus zurück und dann tun wir das, was ich die Folge über vorhabe, meine Freunde. Ich habe nebenbei natürlich wieder den Hashtag FragRevi am Start, ihr wisst, wie das läuft. Ihr könnt mir wieder Fragen stellen, beziehungsweise konntet mir Fragen stellen, weil das ist ja alles Vergangenheit. Dementsprechend beginne ich einfach mit der ersten Frage und zwar fragt der liebe Mo, Revi, nimmst du auch manchmal ohne Hose auf? Ja! Ich habe also ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, lieber Mo, ich habe nie eine Hose an. Das ist kein Scheiß, also ich nehme halt immer nackt und ohne Hose auf. Deshalb kann es auch manchmal sein, dass ich mir quasi ein bisschen weh tue, weil ich mich manchmal halt unpassend hinsetze, wenn ihr versteht, was ich meine. So, too much information und natürlich habe ich eine Hose an. Machen wir mal weiter. Die liebe Birkenäffchen fragt, der Sevi, wie bist du eigentlich auf die YouTube gekommen, auf die YouTube zu machen? Das habe ich noch nie von dir gehört. Okay, Birkenäffchen, das scheint wohl Ironie zu sein, ist lustig, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, habe ich ja schon mal oft genug erzählt, dass es damals über Gronkh war. Und ich glaube, ich mache einfach irgendwann mal wirklich ein komplettes Video darüber. Weil es sonst schlichtweg einfach keinen Sinn hat, dass ich mich hier jedes Mal die Seele aus dem Hals kotzen muss und euch das immer wieder erzählen muss. Also, ohne da jetzt böse zu sein, aber es ist halt kein Scheiß. Ich habe das schon so oft erzählt, Freunde. Ich denke mal, dass man das irgendwann auch mal nachvollziehen kann, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, das immer wieder zu erzählen. Was haben wir denn hier noch? Mann, die scheiß Waschmaschine im Hintergrund piepst die ganze Zeit durch, Alter, ohne Witz. Irgendein hässlicher Mizzet hat schon wieder seine scheiß Wäsche gewaschen. Und hält es nicht für nötig, die da rauszuholen. Aber das juckt mich jetzt auch nicht. Machen wir einfach mal weiter. Sind deine Eltern stolz auf dich? Ich will es doch hoffen, zumindest mit dem Scheiß, den ich hier mache, sagen sie nicht, oh, das macht dieser Typ da schon wieder im Internet. Das ist ultra peinlich. Also, die kommen damit ganz gut recht und sagen sogar, hey, das ist ganz cool, was du da machst. Wir finden das ganz gut. Stützen mich da. Natürlich habe ich noch andere Eigenschaften als Vorzeigesohn, auf die meine Eltern stolz sein könnten. Ich meine, schaut mich an, ja? Schaut mich an. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also, ich glaube, meine Eltern sind ganz zufrieden mit mir. Ich hätte sicherlich in manchen Situationen mal ein besseres Kind sein können, aber es. Kann man ja jetzt im Nachhinein immer sagen. Ne? Ich meine, im Nachhinein ist das ja alles immer sehr viel einfacher, als in der Gegenwart das festzustellen. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt nämlich hier endlich das Problem gefixt haben, weil das Problem war nämlich ziemlich simpel sogar. Es war eigentlich todessimpel. Ich bin einfach nur der dümmste Mensch der Welt, hallo. Und das ist mir wieder mal klar geworden, denn ich muss hier einfach nur Kohle reintun und schon fängt das Ding nämlich auch an, Strom abzugeben. So, jetzt seht ihr auch schon hier, dass sobald Strom abgegeben wird, der, Digga, diese scheiß Waschmaschine, Mann, ich raste aus. Ja, da habe ich mich wohl ganz kurz mal dazu durchschlagen lassen, wieder der gut,
der Gutmensch hier im YouTube-Haus zu sein und natürlich wieder das Problem der piepsende Waschmaschine zu lösen. Ich weiß, das ist vielleicht für viele Leute nicht ganz so verständlich, dass ich das trotzdem mache, aber ich bin halt einfach so ein Mensch. Weiß ich, bin halt jemand, der immer für die guten Seiten des Lebens da ist. Pipapo, ich laber wieder zu viel Scheiße. Weiter mit der nächsten Frage, Freunde. Zum Beispiel fragt die liebe Laura, muss ich auf Start klicken, um Windows zu beenden? Liebe Laura, ich denke mal, dass du ziemlich dumm bist, weil sonst würdest du ja sowas Dummes nicht fragen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube schon, ja, versuch das mal bitte. Mehr kann ich dir leider dazu auch nicht sagen. So, was haben wir denn hier noch? Was wäre, wenn Google gelöscht würde? Wäre ein bisschen doof, weil dann wäre auch YouTube weg, glaube ich. Und das wäre nicht so cool, denn YouTube ist so das, was ich so in Privatfreizeit manchmal mache. Deshalb wäre das nicht so cool, weißt du. Deshalb fände ich das nicht so gut, wenn YouTube gelöscht wird. Und das, dann wäre Google nämlich auch weg, das wäre nicht so cool. So, dann burnen wir ganz kurz die Cola-Ring, die Cola-Ras, burnen wir einfach hier, aber das geht nämlich hier sehr viel schneller. Wir brauchen ein paar Fackeln und dann würde ich quasi schon sagen, sind wir fast bereit. Ich gehe noch ganz kurz da unten was Kohle farmen, weil hier war noch irgendwo am Berg, war nämlich auch Kohle. Die habe ich nämlich gesehen, ich kleines Schlitzohr. Wo ist der denn? Also es ist auf jeden Fall ganz schön, schon auf der Minimap zu sehen, dass hier so viele Marks durch die City laufen. Macht auf jeden Fall Spaß, weil das hat sich echt hart gelohnt, meine Freunde. Richtig nice. Wir kommen um dieses scheiß Kohleproblem einfach nicht drumherum. Irgendwie kriege ich es nicht gelöst. Ich weiß nicht. Ich kann so viele Bäume fällen, wie ich will und trotzdem mangelt es immer wieder an Kohle. Ist doch scheiße, oder? Mal ehrlich jetzt. Jedenfalls haben wir das Problem mit diesem Kack-Dynamo schon mal geklärt. Das ist immerhin schon ein Fortschritt, den wir dieser Folge erreicht haben. Deshalb, allein deshalb, ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Immer Daumen hoch, wenn ich einen Fortschritt habe. Deshalb würde ich jetzt einfach sagen, Daumen hoch, Freunde. Dann begeben wir uns gleich zum Mining Turtle und ich werde ganz kurz erläutern, wie ich weiter fortschreiten möchte, diesem Projekt. Ja, ich hoffe mal, dass diese blöde Mining Turtle noch Kohle mitbringt, weil wenn nicht, dann wäre das alles ein bisschen kontraproduktiv. Nächste Frage, Stadt oder Dorf? Gute Frage, ich kenne beides und ich muss sagen, es hat beides seine Vorzüge. Ich glaube aber, dass ich am Dorf, kann ich nicht sagen, ich mag beides wirklich. Beides hat seine Vorteile und Nachteile. Am Dorf war es früher deutlich, man kannte halt einfach jeden, das war halt cool. In der Stadt hat man aber halt einfach alles. Und man kennt halt auch, zwar nicht jeden, aber man kennt viele Leute. Ich weiß, keine Ahnung, Freunde, ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht. Also, tut mir leid. Kann ich so nicht sagen. Die läuft so rum. So, dann machen wir mal ganz kurz den hier und pasten das. So, und das habt ihr natürlich nicht gesehen. Connected to Pasting, download as mine. Sehr schön. Du, dann würde ich sagen, bereiten wir alles vor für das geile Mining-Programm, weil das nämlich richtig, richtig sick ist. Das ist wirklich ein richtig gutes Mining-Programm, was ich mir daraus suche. Ich habe verschiedene jetzt durchprobiert mit jemandem zusammen und das war so ziemlich das Beste, was wir quasi gefunden haben. Kohle haben wir jetzt jedenfalls jetzt auch schon mal genug. Wasser ist noch genügend drin und dieser Electric Furnace rettet mir echt den Anus, meine Freunde. Da könnt ihr aber für. So, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Fackeln, dass wir das Fackling haben, dass das auch das Fackeln ist, weißt du? Da wird lang gefackelt, Freunde. Wieder lustig hier, ne? Bin ich auf jeden Fall heute. Bin wieder sehr gut drauf. Ich weiß auch nicht warum, obwohl es relativ spät ist. Ich war, wie gesagt, eben ganz kurz beim Ju, hab da gepinkelt im Stream und bin wieder nach Hause gegangen. Das ist eine True Story. Könnt ihr in seinem YouNow-Stream bestimmt mal nachverfolgen, wenn ihr das möchtet, wenn euch das überhaupt interessiert. Ich glaube zwar nicht, aber kann man ja mal machen, ne? Wollte ich einfach nur mal so mitteilen, dass ich sowas gerne in meiner Freizeit mache. Tschüss. So, dann müssen wir mal gucken, auf welcher Koordinate wir uns hier befinden. Das Coloring nehmen wir noch mit. Dann brauchen wir noch Kisten. Davon machen wir uns noch ein paar mehr, weil das reicht nämlich nicht. Und dann können wir nämlich endlich mal richtig, richtig rotzen und zwar ein paar Diamanten farmen lassen, dass wir uns dann noch richtig, richtig hart gönnen können, weil das ist nämlich so das, was ich eigentlich im Moment benötige. Ich brauche wieder ein bisschen Selbstbestätigung und muss das halt durch solche Diamanten wieder gut machen. So, was haben wir denn noch an Fragen? Welche Kekse magst du am liebsten? Boah, Oreos sind echt der Shit. No Product Placement hier, jetzt kein Witz. Oreos sind wirklich richtig, richtig geil. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, dass Oreos ab einer gewissen Zeit einem einfach zum Hals raushängen. Das ist kein Witz. Dementsprechend, was soll ich sagen, kann man eventuell nicht immer davon essen, weil ab einem gewissen Punkt ist einfach, ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt überfrisst man sich da irgendwie einfach und ab einem gewissen Punkt ist einfach, glaube ich, jedes Lebensmittel ekelhaft. Ich glaube nicht, dass das primär Oreos sind. Entschuldigung dafür. Sondern halt, glaube ich, generell einfach. Es gibt einfach Lebensmittel, wenn man davon zu viel isst. No offense, dann geht das einfach nicht. Ich hoffe mal, die fährt jetzt auch, die müsste eigentlich in diese Richtung fahren, weil die macht ja so macht sie ja. Das sollte eigentlich passen. Wir sind auf der Current X-Position, 106, das ist aber kritisch, dann buddelt die genau hier so einen Schacht runter. Ist ganz cool auf jeden Fall, machen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, dass wir da nicht irgendwie Wasser oder sowas hatten. Aber selbst das macht dem Programm nichts aus. 106, so, und jetzt gehen wir auf 12 und dann
would you like to refuel? Und dann sagen wir yes. Und der refuelt jetzt das ganze Zeug hier, die Charcoal, und tut es dann wieder in Energie umwandeln und beginning to dig. So, Freunde, jetzt schaut euch bitte mal dieses Programm an, was ich mir hier runtergeladen habe. Das ist wirklich ohne Scheiß eins der besten Programme, was ich jemals gesehen habe. Das Ding buddelt jetzt hier eine komplette Mine nach unten für mich. Das macht quasi alles. Das heißt, wir können jetzt hier oben ein bisschen chillen und uns die Eier schaukeln. In der Zwischenzeit, Freunde, würde ich noch gerne Alloy Smelter, den Pulverizer mal beginnen, für den, als Mace Raider Ersatz, denn dieses Ding hat für mich nämlich echt ausgedient, das Randsting, denn irgendwie, keine Ahnung, ist das ja gar nicht so effektiv, wie wir schon gelernt haben. Industrial Craft sowieso gar nicht mehr so mein Favorite, sondern tatsächlich im Moment Terminal Expansion. Was siehst du bei dem komischen Kleid? Blau oder, Digga, ohne Spaß, Hals, Maul, ganz ehrlich. Philipp, es tut mir leid, ich will nicht über dieses Kack-Kleid reden. Ich sehe da gelb kariert Ocker, mir ist das scheißegal. Ich habe diese Diskussion sowas von satt. Ist für mich echt so ein Ding, wo ich sage so, Menschheit, bist du so dumm oder was ist mit dir? Nee, mal ehrlich, also diese Kleidgeschichte, boah, hat mich das genervt. Also ich bin da ja echt tolerant, aber an einem gewissen Punkt, da ja, gut. So. So, Pulverizer brauchen wir. Wir brauchen dafür Copper Gear, einen Redstone, ein, das können wir uns auf jeden Fall auch bauen. Ich glaube, das haben wir sogar schon gebaut, oder? Hatten wir das in der letzten Folge gemacht? Ich habe doch geschrieben, ihr sollt mich in die Kommentare daran erinnern, dass wir das alles schon gemacht haben. Da haben wir das doch. Seht ihr doch mal. Gut, dass ihr mich erinnert habt. Ja, ja, ihr seid die beste Community. Seid ihr wirklich, kein Scheiß. Was brauchen wir dafür noch? Wir brauchen dafür noch eine Machine Frame. Da brauchen wir einfach ein... Ach, jetzt geht das schon wieder los mit diesen scheiß Machine Frames. Wisst ihr das? Eigentlich will ich ja nur den Basic haben. Basic, Basic, Basic. Komm mal, gib mir den Basic. Basic, so. Glas, Tin und Eisen. Tin haben wir hier. Das müssen wir zumindest noch irgendwo haben, glaube ich. Haben wir kein Tin mehr. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist Rubber. Das ist kein Tin. Ich muss nochmal eine Sortierung. Ja, hier, gut. Geil, geil. Ist stark auf jeden Fall. Als ob wir kein Tin mehr haben. Das ist mal wieder ein Armutszeugnis für mich selber. Sehr schön. Ja, geil. Ich feiere das. Tatsächlich nicht. Da ist noch Tin, aber das ist... Oh, nee. Hier haben wir echt kein Tin, oder? Ich will das gerade nicht glauben, ne? Doch, hier. Oh, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon, dass ich wieder so ein Dummkopf gewesen wäre, der wieder alles an Tin irgendwie weggemacht hat. Aber das haben wir jetzt zum Glück noch. Ich baue mir hier auf jeden Fall noch eine Crafting Station und sowas. Und im nächsten Livestream, Freunde, kann ich euch so viel verraten, dass auf jeden Fall dann... was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich behindert? Was wollte ich gerade machen? Richtiger Tor. Moment, ich gucke mir noch ganz mal an, wie das Tin Gear aussieht. Das ist nämlich ein Stone Gear. Basic Gear. Also es muss ein Stone Gear sein, okay. Gut. Habe ich mal wieder verkackt. Die einfachsten Rezepte, die mir im Kopf nicht hängen bleiben. Zeichne mich auf jeden Fall mal wieder als sehr intelligenten Männchen aus. Hust, hust. Machen wir einfach weiter mit Fragen über Spielen das Ganze. Wie entstand Revils? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Das frage ich manchmal auch, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es irgendwie so aus eurem Antrieb rauskam. Ist kein Scheiß. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es einfach so aus euch hinauskam. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Also irgendwie... Nee, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Revils ist einfach so eine Erscheinung, die war plötzlich da und wir mussten uns damit alle abfinden und wir mussten halt gucken, wie wir damit umgehen. Letztendlich aber eine ganz süße Entwicklung, also ein bisschen kawaii, muss man schon dazu sagen. Glas, Sand brauchen wir. Sand ist es. Was Sand am Meer brauchen wir. Können wir hier noch brennen? Oh, das läuft noch. Sehr schön. Ich bin ziemlich zufrieden, dass das so weit funktioniert, dass der jetzt auch hier schön Energie abgibt und so. Das ist auf jeden Fall echt geil. Und ich bin gerade, wie ihr vielleicht merkt, einfach richtig gut drauf. Wir können ja mal gucken, was die Turtle hier macht. Und schaut euch das an, Freunde. Oh, das wäre es, als hätte ich gesagt, also, Gottes Willen, ist das hier nicht... Also, ich finde das genial, ohne Spaß. Das ist richtig fett. Und es macht doch einfach hart Sinn, weil es einfach so schnell damit geht. Ich mag es nur nicht, wenn man sich halt immer beim Hochlaufen den Kopf anschließt. Deshalb mache ich die immer hier wegen meinem Tick irgendwie ein bisschen höher, keine Ahnung. Deshalb, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht haben, wenn man sich so Angst hat, den Kopf anzustößen. Würdest du es gut finden, wieder Windeln zu tragen? Digga, Windeln sind auf jeden Fall das Geilste der Welt. Ich freue mich auf jeden Fall immer richtig über so richtig, richtig geile Fragen. Hart sinnvoll auf jeden Fall. Macht schon Spaß. Das ist schon so eine Sache. Da sage ich mir, Windeln, richtig Bock drauf, Leute. Windeln sind echt so ziemlich das Nonplusultra. Wir gehen jetzt einfach mal so runter und schauen uns das mal an, was das Ding hier so gemacht hat. Ihr seht schon, dass wir... relativ dumm waren, weil wir es ganz oben am Berg geplaced haben. Macht aber nichts, weil wir halt einfach diesen scheiß Tunnel hier gebaut bekommen haben. Emeralds, ja! Yeah!
Ja, kommt her, ihr kleinen Schlawinskis. Ich werde die Folge heute noch ein klein bisschen überziehen wahrscheinlich, weil ich einfach noch mit dem fertig werden will, was ich machen möchte. Das war es oben, der Pulverizer. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns einfach mal an, was diese gute Maschine und alles leistet. Nämlich, die macht tatsächlich jetzt einfach alles. Das müsst ihr euch jetzt mal anschauen, Freunde. Dieses Mining-Programm ist wirklich kein Witz, das ist echt der Hammer. Ja, ihr seht euch das jetzt hier, seht ihr das? Zack, so, das Dumme ist halt, das hat ihr natürlich den ja schon ein bisschen gestrippt, meint ein bisschen viel. Und jetzt fängt sie an. Sie lädt es hier gerade ab. So, und jetzt müsste sie gleich jeden Moment anfangen zu Strip Minen. Und dann legt das Ding auch schon los. Und das ist halt echt cool eigentlich, ne? Also wenn man sich das mal so anguckt. Ja, läuft das auf jeden Fall. Ready to strip. Beginning to dig. So, und dann mine. So gut, wir haben ja schon alles da drinne. Eigentlich soll es jetzt anfangen irgendwie, aber ich weiß nicht. So, da muss ich mir in der nächsten Folge angucken. Das ist jetzt schon wieder voll die Hose gegangen. Sehr gut gemacht, Revi. Naja, immerhin haben wir jetzt so einen Weg nach unten. Das ist doch auch, oder nicht? Also, es ist doch, ne? Kann man Daumen hoch? Ja, also, gut. Gibt's mal eine Lizardmann-Schroom-Revi-Hille? Fragt die liebe Lena Inside. Gute Frage, nächste Frage. Keine Ahnung, ich weiß noch gar nicht so, wie das überhaupt aussieht, ob Leute überhaupt Bock haben auf Merchandise von mir, weil wir hatten ja so zwischenzeitlich mal ein paar Shirts und manche waren ganz cool, manche nicht und ich bin mir da noch überhaupt nicht sicher. Keine Ahnung, könnt ihr mir einfach mal wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig, weil das müssen ja auch Klamotten sein, die mir letztendlich gefallen und nicht nur euch. Also klar sollten die natürlich euch auch gefallen, das ist ja. Aber es muss ja auch sowas sein, wo ich sage, hey, das würde ich selber anziehen. Und wenn ich halt irgendwie so Kacke mache, die keiner haben möchte, dann hat ja keiner davon was gewonnen. Dementsprechend müsste das halt schon was sein, wo ich auch sage, so, da stehe ich selber hinter und das wäre halt so ein Produkt. Sie sind ein tolles Produkt, das würde ich promoten. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich mal irgendwie sowas angehe. Wäre aber auf jeden Fall mal ein ganz interessanter Ansatz. Hier fragt zum Beispiel, wenn du kein YouTube machen würdest, was würdest du arbeiten? Ja, wahrscheinlich würde ich entweder studieren, was ich auch noch vorhabe nach wie vor, oder ich würde tatsächlich weiter in meinem eigentlichen Beruf als Immobilienkaufmann arbeiten, wo ich hier gerade in der Ausbildung für bin. Das sind so meine Möglichkeiten und auf eine davon wird es dann zwangsläufig wahrscheinlich hinauslaufen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch damit ziemlich zufrieden. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr mal einen coolen Ausbildungsberuf sucht, kann ich euch den nur ans Herz legen. So, dann bauen wir ganz kurz das Maschinen-Chasing noch und dann haue ich ganz kurz ab. So, Basic, zack, zack, zack. Ach, jetzt ist ja schon wieder Harden. Mann, das ist immer so nervig. Resonant, Basic, so. Tin, Tin, Tin. Okay, das hatte ich richtig in Erinnerung. Das ist das Tin. Und dann ist das Zen, 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 Zen. Und da brauchen wir das Glas. So, so, so. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch das Copper Gear und zwei Flint. Das kriegen wir auch hin. Pisten müssen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge craften. Das heißt, wir haben es schon wieder nicht geschafft. Aber wir sind auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter, Freunde. Das war's von dieser Folge Minecraft Mark. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, dass ich so ein bisschen produktiv war. Und letzte Frage. Bin ich jetzt in deinem Video? Nicole, das bist du. Macht's gut. Lasst einen Daumen hoch da. Auf Wiedersehen. Tschüss.